Hallo, heute ist Samstag. Wir starten jetzt richtig volle Kanne ins Wochenende oder sind gestartet. Das Wochenende ist ja schon wieder rum, wenn ihr das hier seht. Aber bevor ich jetzt starte, kommt der rechtliche Bimbamborium. Irgendwo steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, ihr wisst es, weil ich euch jetzt Bücher zeigen werde und wer weiß was noch. Und in der Infobox gibt es ganz viele Links. Ihr müsst also nichts mitschreiben, wenn ihr irgendeinen Titel von einem Buch behalten möchtet. Ja, die Links führen zu Amazon, dort sind wir im Partnerprogramm und wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente, ihr merkt davon nichts, aber ihr unterstützt den Kanal. Rezensionsexemplare gibt es gleich auch noch zu bestaunen, aber das sage ich euch dabei. So, bevor ich jetzt richtig loslege, wir haben geguckt, einen Film über oder ein YouTube-Video über creepy Disney-Merchandising. Und ja, also Mickey Mouse kann auch schon sehr gruselig aussehen. Und vor allen Dingen die Ideen, die Disney da hatte mit irgendwelchen Masken, die er verkauft hat oder die sie entworfen haben. Das ist Sina im Hintergrund, klimper, klimper. Hallo! Hallo! Ja, und was ich im ersten Moment total komisch fand, schrecklich, bizarr, war, dass Disney damals Gasmasken für die Kinder kreiert hat. Ja, es sieht wirklich ein bisschen unheimlich aus, aber der Sinn dahinter ist eigentlich ein richtig schöner. Walt Disney wollte nämlich, dass Kinder gerne eine Gasmaske aufsetzen oder es zumindest überhaupt tun und dass sie sich dann vielleicht daran erinnern, wie schön das Ganze eigentlich ist, das ganze Leben, wenn jetzt mal keine Bombenangriffe zu befürchten sind, sondern dass man sich halt daran erinnert, vielleicht ins Disneyland zu gehen oder irgendwie Mickey Mouse Film zu gucken und eben den Kindern noch ein einigermaßen gutes Gefühl damit zu geben. Ja, leuchtete auch allen Freunden von uns ein. Es ist bei uns ja immer so. Wir haben irgendwas auf dem Zettel und dann geht es los. Dann geht eine Nachricht hierhin und eine Nachricht dahin. Müssen ja alle ja auch informiert sein, sagen wir es mal so. Und ja, unsere Freunde haben alle gesagt, im ersten Moment, was ist das denn? Und im zweiten auch eigentlich eine gute Idee. Fanden wir auch. So, dann komme ich jetzt ganz kurz zum Puzzeln, weil da immer wieder Fragen auftauchen. Erste Frage: Wie legen? Also ich fange immer beim Rand an. Ich finde es schon richtig toll, die Randstücke auszusortieren. Danach macht mir Sortieren weniger Spaß, aber die Randstücke finde ich schön auszusortieren. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. So, und das ist auch das Erste, was ich lege, obwohl wir jetzt zwischenzeitlich schon mal festgestellt haben, dass es manchmal cleverer ist, innen anzufangen. Aber da bin ich irgendwie ein bisschen eingefahren. Also ich fange immer mit dem Rand an. Ja, dann, was machen wir mit den Puzzlen? Wir machen sie tatsächlich danach klein, also nicht klein hauen, sondern alles in Einzelteile zerlegen und ab wieder in den Karton. Es könnte ja mal sein, dass Sina oder ich wieder Lust haben, dieses Puzzle zu machen. Und sind wir ehrlich, wenn wir uns ein Puzzle kaufen, dann muss jetzt wirklich das Bild richtig, richtig schön sein, sonst tun wir das erst gar nicht. Und dann kann man so ein Puzzle durchaus 2, 3, 4 Mal legen. Man muss es ja nicht hintereinander machen, sondern man kann sich ein bisschen Zeit lassen und andere dazwischen machen. Ja, Bettina hatte mich nämlich auch gefragt, wie sie das so übers Herz bringen soll oder wie ich das übers Herz bringe. Ja, es ist einfach so, dass ich dann schon in der Regel ein neues Puzzle habe, auf das ich wirklich Lust habe. Und das stelle ich mir dann auch schon in Sichtweite. Dann finde ich das gar nicht so schlimm. Ich brauche ja den Platz. Ich habe ja nicht unendlich viel Platz. Und ihr wisst es selber, wenn man Puzzle macht, nimmt das ein bisschen Platz weg. Und ich bin ja so der Zwischendurch-Puzzler. Das heißt, wenn ich am Puzzle vorbeigehe und da liegt gerade so ein Teil und ich denke, huch, das könnte passen, dann probiere ich das mal fix. Und wenn es das nicht ist, probiere ich noch eins. Aber ich bin da auch ziemlich besessen von, wenn ich ein Puzzle mache, dann will ich es fertig machen. Und das, ich weiß nicht warum, am Anfang sage ich mir, oh, es ist so schwer, aber umso weiter ich komme,
Und ich lasse ja immer die Teile aus, von denen ich meine, dass sie so schwer sind, aber es fügt sich langsam. Und ich mag dieses Gefühl, wie langsam alles einen Sinn ergibt, wie das Bild langsam entsteht. Und von daher, am Anfang könnte man mich noch bremsen, zum Ende hin wird das zunehmend schwerer. Darum geht das meistens auch relativ fix bei mir. Ja, und dann bleibt mal das eine oder andere halt liegen oder kommt ein bisschen zu kurz. Aber ich bin dann eben im Passefieber. Ja, und oder eben ich sage, okay, jetzt ist wirklich keine Zeit zu puzzeln. Ich habe jetzt Puzzle erstmal wieder genug. Dann ist es auch nicht schlimm, es dann wieder einzupacken und wegzulegen. So, das war die Puzzleitis. Ich habe neue Bücher. So, Buch 1. Aus dem Tauschregal, heute mitgenommen. In 70 Jahren um die Welt, der meistgereiste Deutsche erzählt seine größten Abenteuer. Okay, ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist. Keine Ahnung, er sieht jedenfalls nicht wie 110 oder so aus. Also muss er sehr früh mit dem Reisen angefangen haben. Und ich finde es eigentlich ziemlich gemein. Wir sind früher mit Sina sehr viel gereist. Aber ich fürchte, da ist nicht viel hängen geblieben. Was sie gesehen hat, war großartig, so auf dem Eiffelturm und wo wir überall mit ihr waren. Aber das meiste, ja, verschwindet irgendwo im Unterbewusstsein, auf einem Nimmerwiedersehen. Ja, ich bin gespannt. Mir ist nämlich aufgefallen, ihr wisst ja, Umzug naht irgendwann, keine Ahnung. Aber wir fangen jetzt an, unsere Bücherregale durchzusuchen. Und wir zeigen euch das auch und irgendwann ist mir, wir haben jetzt ein oder zwei Fächer haben wir schon mal vorsortiert und da ist mir aufgefallen, dass ich früher sehr viel mehr Reiseliteratur gelesen habe. Timmerberg oder Altmann und wie sie alle heißen. Auf alle Fälle hatte ich da große Freude dran oder Aberwitziges Amerika fällt mir jetzt gerade wieder ein. Und ich hatte noch zu Sina gesagt, irgendwie fehlt mir das so ein bisschen. Heute ist mir das in die Finger gefallen. Mal gucken, ob ich demnächst wieder in Reiselaune bin. Ein Buch, über das ich mich total freue, habe ich vom Verlag bekommen, also ein Rezensionsexemplar. Und ja, wir dürfen die Rezensionsexemplare behalten. Ist von Tay Keller, wie man einen Tiger fängt. Und wir dürfen auch alles darüber sagen, was wir denken, auch wenn ich jetzt sagen würde, und ich sage es jetzt einfach, ich finde das Cover sehr, sehr schön. Aber das amerikanische finde ich noch einen Zacken schöner. Das Buch habe ich nämlich schon bei den amerikanischen Booktubern gesehen, zusammen mit Sina. Wir gucken dann ja immer da mal rein. Und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass es in deutscher Sprache erscheint, damit ich es lesen kann. Ich bringe mich einfach nicht um die Freude, dafür bin ich nicht gut genug im Englischen, dass ich immer wieder zwischendurch irgendwelche Vokabeln raussuchen muss. Und von daher freue ich mich, dass ich das jetzt habe. Es hört sich so toll an und ja, es ist halt die Geschichte von einem Mädchen, wenn ich das jetzt so richtig auf die Reihe kriege, die halt einen unsichtbaren Tiger sieht. Ihre Großmutter ist sehr krank und dieser Tiger spricht mit ihr. Und der sagt halt, pass auf, wir machen einen Deal, wenn, ich glaube, die Großmutter hat irgendwelche Geschichten damals, ich weiß nicht, in Gläser oder so gefüllt, auf alle Fälle hat sie zur Seite genommen und der Tiger sagt halt, wenn du mir hilfst, die Geschichten zu befreien, mache ich deine Großmutter wieder gesund. Aber die Frage ist, darf man einem Tiger trauen? Vor allen Dingen einem Unsichtbaren. Man muss gucken. So, ein anderes Buch, auch ein Rezensionsexemplar, ich habe so ein Schwein diesen Monat, ist von Karma Brown, todsichere Rezepte für die moderne Hausfrau. Ich finde, das Cover sieht genial aus. Ich bin so gespannt. Ich weiß nicht, ob da wirkliche Rezepte drin sind. Ich kann mir nur vorstellen, ich zitiere jetzt, das steht jetzt also so hinten auf dem Buch. Zwei enttäuschte Ehefrauen, ein Kochbuch aus den 1950er Jahren und ein bitterböser Plan. Da kann es doch nur um Mord gehen. Da kann es nur um irgendwelche Süppchen gehen, die wahrscheinlich nicht so bekömmlich sind. Also, ha, freue ich mich schon drauf. Und dann hat Sina aus dem Tauschregal für mich gezogen. Dan Simmons, ich glaube, dass es Drood heißt, ein
Buch über die letzten Lebensjahre wohl von Charles Dickens. Ein wenig magisch und sehr spannend, so hört es sich jedenfalls an. Ich habe die erste Seite, hatte ich reingelesen und ich muss sagen, vom Schreibstil zumindest die erste Seite gefällt mir sehr. Ich hatte heute mit meiner Freundin, mit meiner lesebegeisterten Freundin kurz gesprochen und hatte gesagt, Mensch, guck mal, hatte ich jetzt ein Foto davon gemacht? Nein, hatte ich nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe hier so ein Buch, das heißt Drood und das geht um Charles Dickens und so weiter. Und da sagt sie, das habe ich auch hier. Ich musste das damals unbedingt haben, weil sich das so interessant anhörte. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht gelesen. Ja, ich weiß, warum sie es noch nicht gelesen hat. Oder ich kann es mir denken, obwohl sie eine Schnellleserin ist. Ich brauche ja immer bedeutend länger dafür. Das Buch hat nämlich an die 1000 Seiten. Ja, das ist natürlich eine Ansage. Aber ich denke, es gibt ja diesen schönen Spruch, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Und das gilt dann für dieses Buch auch. Ich finde, es sieht jedenfalls großartig aus und ach, es wird interessant. Ich sage es euch. Ein anderes Buch, das ich heute aus dem Tauschregal gezogen habe, oder ich bin ehrlich, Sina hat es entdeckt, ist eine Reihe betrüblicher Ereignisse, Band 1, Lemony Snicket, der schreckliche Anfang. Das Buch ist ja auch verfilmt worden, zweimal sogar. Ich weiß nicht, in der ersten Verfilmung war es, glaube ich, Jim Carrey. Und in der zweiten weiß ich gar nicht, wer es gemacht hat, keine Ahnung. War jedenfalls auch irgendwas Hochkarätiges, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe die Filme auch nicht gesehen. Den ersten hatte ich angefangen zu gucken, irgendwie bei der Hälfte oder so habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Und beim zweiten, glaube ich, habe ich auch nur ganz kurz reingeguckt, aber irgendwie auch kein Interesse groß gehabt. Aber ich habe mir überlegt, das lese ich nochmal. Ich habe das irgendwann mal gelesen, hatte auch diesen ersten Band, habe den dann irgendwann weggegeben, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, du kriegst die Teile nie zusammen. Und von daher werde ich das lesen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne mitlesen. Ich weiß nicht, Lemony Snicket dürfte der eine oder andere ja auch zu Hause stehen haben. Ich mache das genauso wie bei den Hexen. Es wird also mein Zweitbuch sein. Ich kann aber nicht sagen, ob ich wirklich immer nur 20 Seiten lese, mal vielleicht auch 30, mal vielleicht auch 10. Vielleicht packt es mich und ich rutsche ganz durch. Ich habe noch keine Ahnung. So, das waren die neuen Bücher. Weiter geht's. Ran an den Speck. So, das Erbe des Zauberers. Enttäuschenderweise muss ich euch sagen, ich habe nicht eine Seite gelesen. Ich bin gerade absolut in dem anderen Buch drin. Das zeige ich euch gleich. Hier ist sogar noch der Bleier drin. Also ich bin nicht durchgekommen. Ich gelobe Besserung. Vor allem, weil es mich gerade selber so interessiert. Hätte ich mich nicht bremsen müssen, wäre es schon durch. Aber ich habe mich gebremst. Wer weiß, wofür es gut ist. Und jetzt bin ich bei Der Uhrmacher in der Filigree Street. Und ich muss sagen, ich finde es bis jetzt großartig. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, es zu lesen. Ich habe gestern Abend meine allwissende, lesefreudige Freundin noch angerufen. Und habe gesagt, wusstest du, dass 1883 oder 84, nagelt mich da jetzt nicht fest, dass es einen Bombenanschlag gab auf Victoria Station und dass da auch Menschen gestorben sind? Und da sagte sie, nein, habe ich noch nichts von gehört. Und dann sind wir so ins Reden gekommen und sie sagte ja auch, es ist eigentlich erstaunlich, dass die 1880er Jahre doch eigentlich gar nicht so erfreulich waren. Obwohl, wenn man dann wieder diese ganzen viktorianischen Liebesromane liest oder so in der Richtung, also viktorianisch, wird von diesen Sachen eigentlich, ist da eigentlich nicht die Rede. Und es war eigentlich ziemlich viel los zu dieser Zeit. Und das war ja das Spannende dabei. Dann kam das auch noch und das war eigentlich so der Witz, dass ich gesagt habe, naja, da war ja ganz schön was los zu der Zeit. Das hatte sie gestern Abend nämlich zu mir gesagt. Man vergisst nämlich immer auch sehr schnell, dass ja, es war irgendwie eine amerikanisch-irische Gruppierung, so eine Terrorgruppe, die halt Bomben gezündet haben.
Scotland Yard ist irgendwann auch noch dran. Hier ist es, ich weiß nicht, ob es hier auch Terror war. Auf alle Fälle war da ein Eisenbahnunglück. Und zu dieser Zeit lief ja auch noch Jack the Ripper durch London. Also doch nicht so friedvoll und alles Eierkuchen und Pille-Palle zu Queen Victorias Zeiten. Und man vergisst das ganz schnell. Und ja, das war mir also auch neu, dass also Victoria Station einen Bombenangriff hatte, sowohl, also auch dann später Scotland Yard. Aber, und ich verrate es euch einfach, ich muss es euch verraten. Also, wenn ihr das Buch jetzt selber lesen wollt und ihr sagt, nein, ich will nichts vorher davon wissen, dann macht jetzt einmal kurz die Ohren zu. Es gibt nämlich jetzt einen Charakter, den ich liebe, jetzt schon. Und der Charakter, Augen auch noch zu, ist der hier. Das ist ein Oktopus. Und der ist, das ist aber ein mechanischer Oktopus, also so ein bisschen steampunkig. Und der ist ganz süß, der kann auch Socken finden. Und ja, er gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, aber die Gedanken, die ich jetzt auch beim Lesen hatte, also das ist auch ein Buch, das mich mal wieder ein bisschen fordert, das finde ich gut. Dann kann ich mal wieder ein bisschen was nachgucken und meine arme Freundin traktieren mit diesen Sachen. Da geht es einfach nur um, ja, es gibt eben Leute, die sind nie jung gewesen. Das heißt, das sind eigentlich schon kleine Erwachsene, wenn sie auf die Welt kommen. Vielleicht kennt ihr solche Kinder. Meine Freundin hat auch so einen Sohn, der auch schon sehr früh sehr erwachsen war und darauf bestanden hat, im Anzug zur Schule zu gehen. Naja, das wäre mir zu unbequem gewesen. Ich bin ja ein bequemer Mensch. Ja, was ich eben sehr interessant fand, das ist alles noch auf den ersten 50 Seiten. Es geht halt darum, dass es eine Warnung gibt für einen Bombenanschlag für den nächsten Tag. Die Leute, die im Innenministerium arbeiten, müssen trotzdem hin. Es sind ja diese Leute, die diese Telegrafen bedienen, lesen und zurücktelegrafieren und so weiter. Und er, Nathaniel, ist eben einer von diesen Leuten. Und er putzt in der Nacht sein Zimmer ganz pingelig und super sauber und mega gründlich und räumt alles auf für den Fall, dass er halt hochgeht mit einer Bombe und seine Schwester kommen muss, um seine Hinterlassenschaften einzusammeln. Und das fand ich schon sehr, das machte es irgendwie menschlich. Ich weiß nicht, die Vorstellung ist einfach nicht schön. Und ich habe auch echt überlegt, was würde ich denn tun? Ich weiß, im ersten Überschwang sagt man, oh, ich würde noch mal richtig essen gehen und noch mal richtig einen drauf machen oder weiß der Kuckuck was oder meine ganzen Liebsten noch mal treffen. Aber würde man dann nicht versuchen, einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Würde man das tun? Ich weiß es nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass ich es vielleicht auch tun würde. Vielleicht. Und was ich, ja, nein, das ist für euch uninteressant. Das fand ich einfach nur ganz witzig, aber nichts von Belang. War nur so eine Überlegung, die Modelleisenbahnen und Uhrmacher halt betraf. Ja, überhaupt dieser Gedanke, oder die Gedanken, die halt da sind. Es geht halt eben auch noch sehr um die alten Rollenklischees, darum, dass Frauen noch nichts durften. Die Geschichte spielt ja zum einen in London, zum anderen geht es jetzt nach Oxford. Und in Oxford geht es halt sehr darum, um die Rolle der Frau. Frauen durften wohl nicht in die Bibliothek ohne männliche Begleitung. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich hundertprozentig stimmt. Das ist immer das Problem. Mein Problem mit historischen Romanen ist es immer, wie viel Freiheit nimmt sich der Autor? Also kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen und ich bin leider nicht allwissend. Und schade eigentlich. Aber, oder gut so. Ich weiß auch nicht. Naja, auf alle Fälle fand ich das schon mal sehr interessant, dass sie sich halt in Männerkleidung dann halt der immer reinschmuggelt, wenn sie keine Begleitung halt hat. Sie gehen oder es gibt dann halt auch ein Treffen von Frauen, die halt das Wahlrecht für sich beanspruchen.
Und wenn ihr Mary Poppins gesehen habt, da ist ja auch die Frau, also es geht hier um diese Familie und die Mutter von den Kindern, die ist ja auch eine Suffragette und sie kämpft für das Frauenrecht, aber wenn ihr Mann nach Hause kommt, ist Sherpa alles ganz schnell weg und man kümmert sich dann halt um den Herrn Gatten. Und genauso wird das da eben auch geschildert, dass die Männer, also die Frauen haben sich wohl getroffen in so einem Saal, um über das Wahlrecht zu reden und so weiter. Und die Männer haben sie halt begleitet und haben in einem Salon gewartet, haben dann halt da geraucht, hatten dann ein paar kleine Imbisse da stehen und so weiter. Aber wenn den Männern dann irgendwann, wenn die gesagt haben, so jetzt ist gut, dann sind die Frauen auch ganz schnell mit nach Hause gedackelt. Also bloß keinen Stress aufkommen lassen. Keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ob das wirklich so die Gepflogenheiten waren. Ich kann es mir halt vorstellen, dass es so war. Und der Charakter hier aus dem Buch ist also dagegen, dass die Frauen halt das Wahlrecht bekommen, weil sie hat sich diese ganzen Argumente angehört und da ging es hauptsächlich darum, ob Gladstone, das war ja damals der Premier von Victoria, ob der halt eine etwas dickere Nase hat oder ob die Nase noch geht oder, ne? Also es ging hauptsächlich ums Aussehen, weniger um den politischen Inhalt. Ja, und da war sie halt vehement dagegen, dass solche Leute das Wahlrecht haben. Das ist eigentlich ziemlich aktuell gerade das Thema. Ich werde jetzt aber einen Teufel tun und meinen Senf dazugeben. Ja, so. Sonst habe ich, glaube ich, nichts zu berichten, außer dass dieser wunderschöne Gargoyle jetzt zu uns gehört und seinem Bruder gleich mit. Und Sina hat sie verschönt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das hier auch einspielen. Die waren ja so silberschwarz. Das sah irgendwie nicht gut aus. Das sah, ich weiß nicht, mittlerweile sehe ich glänzend auch ein bisschen anders. Früher musste es immer alles glänzen, aber ich finde, glänzen kann auch sehr schnell billig wirken. Und ich finde, Sina hat das großartig gemacht. Ich hätte gar nicht den Mut gehabt. Dann nimmt die Spraydose, macht pfft, pfft, pfft darüber und dann hat sie ja halt noch diesen Blackwash gemacht. Das ist, wenn ihr Acrylfarbe habt und ihr verdünnt die ganz stark mit Wasser, dann geht man halt noch darüber und dann läuft das hier auch hier so in diese Ritzen, wo halt normalerweise auch sich Schmutz oder so absetzen würde. Und ich finde, sie hat das ganz großartig gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Ich bin wirklich mega beeindruckt, dass sie das gemacht hat und freue mich total über das Ergebnis. Jetzt haben wir zwei Gargoyles. Ich wollte schon immer ein Gargoyle haben und jetzt haben wir zwei. Ja, war eigentlich nicht geplant, aber manchmal ist das Leben halt überraschend. Wir sind eigentlich zu TK Maxx gegangen, weil wir gedacht haben, oh, Sonderschnäppchenzeit. Die Halloween-Sachen sind runtergesetzt, weil ja die Weihnachtssachen kommen. Und eine Freundin hat uns gestern Fotos geschickt, bei denen im TK Maxx waren nur noch Weihnachtssachen. Also haben wir gedacht, okay, dann fangen sie wahrscheinlich jetzt an, die Sachen runterzuzeichnen. Das machen sie jedes Jahr, und zwar ordentlich. Aber nein, es wurde wieder aufgerüstet. Es waren ganz neue Sachen noch dabei. Jetzt gibt es auch Fußmatten und so weiter. Es gab es alles noch nicht, wie wir das letzte Mal da waren. Ja, und da standen sie. Zwei kleine Gargoyles, die gerufen haben, nehmt uns mit, wir passen auf euch auf. Und ich finde, sie sehen einfach genial aus. Ich bin schwerst verliebt, absolut schwer verliebt in sie. Jetzt vor allen Dingen, wo sie nicht mehr so silbrig glänzend sind. So, das war's jetzt aber wirklich. Ihr kriegt noch ein paar schöne Impressionen. Es tat mir so leid, dass ich die gestern, also bei dem letzten Vlog, nicht noch dahinter gemacht habe. Aber Sina meinte, es ist halt das Ende des Videos und da hat sie vollkommen recht, weil nicht jeder guckt sich das dann ja bis zum Schluss an. Und wir haben immer so schöne Impressionen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, die zu kriegen, weil zum Beispiel Emmy beim Fotografieren zwar brav neben mir sitzt, aber wenn sie dann den Kopf bewegt oder so, dann gibt es Ruckler. Und von daher, ja. So, jetzt bin ich aber weg. Ihr bekommt noch Impressionen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Thank you.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, heute ist Sonntag. Ich vergesse das immer wieder, dass das ja nicht das normale Format ist. Ich bin da noch nicht so ganz drin. So, heute ist der Tag des Friedhofs. Ja, das hört sich gruselig an. Ich habe euch ein paar Bücher dazu mitgebracht. Einmal von Neil Gaiman das Graveyard Buch. Das Graveyard-Buch habe ich vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren gelesen. Ich weiß nur, dass es um einen Jungen geht, um ihn hier. Und er wächst halt auf dem Friedhof auf. Und die Geister und was da eben noch so lebt, die beschützen ihn und die ziehen ihn auf. Und es gibt aber eine Gefahr. Und die wartet darauf, dass er irgendwann einmal den Friedhof verlassen wird. Ja, ich habe es damals gerne gelesen. Ich habe heute noch gedacht, wäre auch eine Idee, nachdem ich das rausgesucht habe zum Thema Friedhof. Habe ich gedacht, ja Mann, das wäre ja eigentlich auch meine Idee, mit euch Neil Gaiman zu lesen. Da bin ich aber ehrlich, da würde ich lieber Der Sternwanderer mit euch lesen. Das fand ich eigentlich sehr gut, nur ich fand diese Stellen mit den Hexen halt völlig unattraktiv. Ein anderes Buch, das ich total toll finde, ich muss es mir auch unbedingt noch holen, zwar von Gesa Schwarz. Emily Bones. Und das handelt ja von einem Mädchen und von dem berühmten Pariser Friedhof. Ich werde mir jetzt nicht die Zunge abbrechen und mich wieder bis auf die Knochen blamieren. Ja, und ich fand das absolut spannend und toll gemacht. Und es ist jetzt, glaube ich, diese ist schon raus oder kommt noch diesen Monat raus, und zwar als Taschenbuch. Und wenn ihr Emily Bones noch nicht kennt, guckt da auf alle Fälle mal rein. Ich fand das ganz, ganz großartig. Ich habe euch dazu auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Rezension abgedreht. Ich weiß nicht, ob ich das zum Graveyard-Book gemacht habe. Aber ihr findet ja alles unten in der Infobox. So, das Flüstern der Seelen. Da ging es ja um eine Frau, um ein Mädchen, ein Kind, das erst auf dem Friedhof groß wird und dann später ein bekanntes Medium wird. Die Medien haben das so an sich, vor allen Dingen, wenn es echte Medien sind, auch Geister sehen kann. Das ist halt auch so viktorianisch. Ich fand das sehr, sehr interessant und vor allen Dingen war es so ein bisschen gruselig und spannend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dazu habe ich euch auch eine Einzelbesprechung abgedreht. Aber heute ist noch ein anderer Tag. Und zwar heute ist Talk Like a Pirate. Natürlich, wer könnte das besser? Er ist für mich der Inbegriff des Piraten Johnny Depp in seiner Paraderolle als Captain Jack Sparrow. Ich fand ihn da einfach mega genial. Ich war vorher ja gar nicht so ein großer Johnny Depp-Fan, obwohl ich Filme von ihm halt auch immer gerne mochte. Ich habe aber immer gesagt, es liegt bei ihm wohl mehr am Kostüm. Aber als Pirat hat er mich dann letztendlich dann vollends überzeugen können. So, und ich habe auch einen Piraten mitgebracht, einen Minion. Und da steht hinten auf der Tasse Walk the Plank. Wollt ihr mal über die Planke gehen? Also ich würde das nicht so gerne tun. Ein Film, den ich auch absolut liebe zum Thema Piraten, das sind Die Piraten. Ich weiß nicht, ob ihr Die Piraten kennt. Entert die Scherzkammer. Ja, toll. Schatzkammer ist Scherzkammer. Der Film ist geknetet. Ich finde den großartig. Er hat einen tollen Humor. Ich liebe den Dodo, der da auch eine große Rolle spielt. Da sitzt er auf der Schulter von dem Captain. Und es ist großartig. Also alleine von der Technik, ich liebe diese Animationspuppenfilme halt. Ob es jetzt die Corpse Bride ist oder Nightmare Before Christmas oder Coraline mag ich auch, obwohl ich die ein bisschen sehr gruselig finde. Also es ist eine Fantasie, mit der ich mich nicht so gerne beschäftige. Aber die Piraten, absolut mega. Richtig meinen Spaß gehabt und ich finde ihn auch absolut top. Ich weiß gar nicht, ob er auch mit Johnny Duddle was zu tun hat. Ich glaube ja. Ich glaube sogar sehr. Wir hatten nämlich das Making-of gesehen und er ist halt auch zuständig für diese Bücher über die Jolly Rogers. Das ist was für Kinder. Okay, die Piraten könnten Kinder auch sehen, aber was ich da auch ganz toll fand, Queen Victoria hatte auch einen Auftritt, aber keinen sehr sympathischen, das sage ich euch gleich.
die Queen Victoria hätte ich nicht gemocht. Ganz klar nein. Also das war der einzige Wermutstropfen, aber ansonsten finde ich den Film großartig. So, die Jolly Rogers im Bann der Geisterpiraten, habe ich euch jetzt kürzlich erst gezeigt, ist ein richtig, richtig tolles Buch. Hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen. Schaut euch das an. Es ist also auch mit großen Illustrationen drin und ganz, ganz großartig. Schaut euch das an. Super, ne? Ja. Also die Jolly Rogers ist auf alle Fälle, da muss es auch im Kika oder irgendeinem anderen Sender, muss es wohl auch eine TV-Serie gegeben haben. Aber da ich ja kein Fernsehen gucke, kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen. So, dann haben wir The Pirates Next Door. Es ist ein ganz besonderes Schätzchen von mir. Und mal gucken, was Piraten so sagen. Und kleine Piraten? Und Piratenhunde? Na, Emmy? So. Die können auch fliegen. Also es ist toll. Und ihr habt... Wartet mal. Ihr habt hier halt immer so ein kleines Symbol. Und dann, wenn ihr das Kindern vorlest, dann wisst ihr genau, jetzt ist der Einsatz. Hier ist eine Möwe. Und das macht natürlich so ein Buch erst richtig spannend zum Vorlesen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe es Sina, glaube ich, vorgelesen. Ja, ich habe sie bestimmt vorgelesen. Da ist sie nicht drum herum gekommen. Und guck mal, es ist so schön. Ich bin so froh, dass ich das damals geschnappt habe. Wir haben es auch noch mal für eine Freundin gekauft, weil es einfach so großartig ist. Die hatte ja auch so ein Kinderbuch. Oh, jetzt habe ich mich echt erschrocken, so was Blödes. So. Da wir gerade bei Johnny Depp waren und bei der Black Pearl natürlich. Ich zeige es euch immer wieder gerne. Es ist auch so eins meiner Lieblingsstücke. Ich habe hier vorne auch noch die ganzen, ja, die Black Pearl, Emmy, ne? Ja. Habt ihr noch die ganzen Spielfiguren, die ich natürlich noch nicht rausgemacht habe, weil ich ja mit dem Buch nicht spiele. Ich gucke es mir einfach nur gerne an. Und jetzt, Achtung, Achtung. Ups, ups, ups. Seht ihr die Black Pearl und ihr könnt die. Das ist ein geiles Geräusch, ne? Ich liebe das. So, und dann habt ihr hier eine richtig tolle Spielkulisse. Ich finde das einfach nur bildschön. Ich finde es eigentlich schade, dass man so wenig Platz hat. Eigentlich müsste das so im Buchregal stehen und Achtung. Nicht zu vergessen, da ist auch noch die Totenkopfflagge. Ja, meine geliebten, schönen, schweren, schönen Bücher. So, und Achtung, schon geht der Schatz wieder zu. Ja, das war's zum Thema Talk Like a Pirate. Ich habe was Böses gemacht. Und zwar hat Sina ja ein Puzzle. Die ist von Clementoni. Dieses schöne Panorama-Puzzle, was ja ziemlich lang ist. Ich glaube, 90 cm ist schon eine ganze Menge. Und sie hat es ja auf der Puzzlematte gemacht. Und sie hat sich da echt einen abgewürgt. Und ich habe es heute gesehen und habe gesagt, weißt du was, Kind? Komm, ich helfe dir gerade. Wir machen das zusammen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich suche dir die Teile. Das machen wir oft so, wenn wir zusammen puzzeln, dass der eine die Teile sucht und sagt, pass auf, das muss irgendwo Minimaus oder so und der andere legt es dann. Und dann habe ich mir das eine ganze wenige kleine Zeit angeguckt, wie sich diese Matte, erstens kann man nichts verschieben, weil sich die Teilchen an dem Filz verhaken. Das andere ist, immer wieder sind sie auseinandergebrochen und dann habe ich kurz entschlossen gesagt, so, und jetzt packen wir alles ein. Und ich habe es einfach genommen und habe es eingepackt, weil ich es nicht mehr mit ansehen konnte. Also, wenn ihr euch eine Puzzlematte holt oder ihr habt eine Puzzlematte, die wirklich gut funktioniert, aber sie hatte es auch ein bisschen lose aufgerollt. Jetzt waren auch noch die Teile ein bisschen durcheinander und war nicht schön. Und jetzt gibt es erst wieder ein Panorama-Puzzle, wenn wir einen dementsprechenden Tisch haben, der nicht gerade immer benutzt wird, wie dieser hier. Und meiner ist ja auch gerade im Beschlag, aber der ist auch nicht lang genug. Also war eine gute Idee. Ich hatte nämlich gedacht, Panorama-Puzzle ist toll, ist ja dann nur so und man kommt überall prima ran. Aber nein. So, also Ende mit der Puzzlematte.
Wir haben sie weggepackt. Ich will nie wieder eine Filzpuzzlematte haben. Ich muss das auch mal, ich muss die Sachen auch mal schieben können oder so. Und was Sina sich da einen abgemurkst hat, sie tat mir wirklich total leid, aber sie gibt ja nicht so gerne auf. Und von daher habe ich dann mal einen kurzen Prozess gemacht. Ich habe mich einfach mal da, ja, einfach gemein gewesen und habe es kaputt gemacht. So, aber das kann ich euch, Gesundheit. Danke. Aber das kann ich euch schon mal verraten. Sina bekommt nämlich morgen ein neues Puzzle. Ich weiß noch nicht, ob sie das schon machen will, weil es ein Weihnachtspuzzle ist. Das wird sie euch dann aber zeigen. Das war nämlich ein Geschenk. Wir durften uns was aussuchen und dann haben wir das Weihnachtspuzzle genommen. Ich kriege auch was Schönes, das zeige ich euch dann. Aber vielleicht morgen, vielleicht kommt es aber erst spät. Dann zeige ich es euch erst am Dienstag. So, kommen wir zu Terry Pratchett, das Erbe des Zauberers. So, ich bin durch. Und ich muss sagen, es hat mir wieder riesig gut gefallen. Ich hatte meinen Spaß und ja, nur das Einzige ist, und vielleicht könnt ihr mir da auch schon weiterhelfen, ich habe das, bin mir nicht ganz sicher, es ist am Ende ja so, dass Oma einen Job angeboten kriegt. Und ich habe mich gefragt, weil ich mich nicht daran erinnern kann, Sina konnte es auch nicht mehr hundertprozentig sagen, ob da vielleicht mal irgendwelche Anspielungen waren. Ich bin mir eigentlich zu 99,5% bin ich mir sicher, dass dieser Job nie wieder auftaucht. Also, dass sie den weder ausführt, noch dass darüber nochmal gesprochen wird. Wenn ihr anders informiert seid, dann sagt mir doch bitte, wo sie das halt nochmal macht. Ja, ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause von der Scheibenwelt machen und dann geht es weiter, ja, irgendwann mit der Scheibenwelt. Ich denke vielleicht, dass ich dieses Jahr nochmal zurückkehre, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. So, angefangen habe ich jetzt und das ist jetzt mein Zweitbuch und zwar eine Reihe betrüblicher Ereignisse, der schreckliche Anfang mit, also Band 1 von Lemony Snicket. Ihr seid herzlich eingeladen, da auch mitzulesen, so wie wir es beim Erbe des Zauberers gemacht haben. Ich werde da also immer nur mal zwischendurch drin lesen. Ich bin jetzt auf Seite 29. Das ist nicht viel. Ihr seht es. Es sind auch immer Illustrationen noch darin. Ja, die Geschichte kennt ihr ja vielleicht. Vielleicht kennt ihr ja auch die Verfilmung. Sind halt drei Geschwister. Ihr habt Violet, das ist die Älteste. Dann kommt Klaus oder ja, eigentlich Klaus, aber vielleicht spricht er sich auch Klaus aus. Und dann habt ihr noch die Kleine, von der weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Aber das lässt sich ja schnell erklären, finden irgendwo, Klaus. Und die Kleine heißt Sunny. So, Sunny ist noch ein Kleinkind, die Macke hat, überall reinzubeißen. Klaus ist sehr belesen, er interessiert sich sehr für Tiere. Und die älteste Violet ist halt jemand, die gerne Erfindungen macht. So. Es ist ein bisschen strange. Es ist ein bisschen schräg. Sie sind halt am Strand ganz alleine, an der kahlen Küste, Klippe, irgendwie sowas. Und dann kommt ein Mann aus dem Nebel auf sie zu, weil sie fahren am liebsten hin, wenn schlechtes Wetter ist und sind keine anderen Leute am Strand. Und das ist Mr. Poe. Und das ist der Nachbar ihrer Eltern oder eben ihr Nachbar halt. Und er kommt mit betrüblichen Nachrichten. Ihre Eltern sind tot. Das ganze Haus ist in Flammen aufgegangen und die Mutter und der Vater gleich mit. Jetzt müssen die Kinder erstmal mit zu Mr. Poe, der ihr Vermögensverwalter ist, weil er bei einer Bank arbeitet. Aber er sagt ihnen dann, dass sie halt dort nicht bleiben werden. Sie kommen zu einem Verwandten, der auch in der Stadt wohnt, zwar am anderen Ende, aber so werden sie ja nicht ganz völlig dann rausgerissen. Und das ist Graf Olaf. Ja, was soll ich euch sagen? Wenn ihr den Film seht oder wenn ihr diesen Mann hier vorne seht, wisst ihr schon, das kann keiner von den besonders guten, sympathischen sein. Sie kommen da jedenfalls an und zuerst ihr Herz schlägt voller Hoffnung, denn da ist ein richtig gemütliches, schnuckliges Haus mit einer Frau, mit einer Richterin, wie sie jetzt heißt, ist ja auch egal. Auf alle Fälle denken sie, genau das ist das Haus und das ist die Frau von Graf Olaf, aber Pustekuchen, das ist nur seine nächste Nachbarin. Dahinter
steht nämlich ein Haus, das sieht gar nicht so gemütlich aus. Über der Tür ist ein großes Auge und das ganze Haus sieht sehr dreckig aus und völlig runtergerockt. Und Graf Olaf kommt dann und aus der Tür, um die Kinder zu begrüßen. Und er ist natürlich so einer, den man auf Anhieb nicht super sympathisch findet. Er sieht auch ziemlich schmuddelig aus. Er ist Schauspieler, er spielt halt Theater. Und ich weiß ja nicht, aber ich glaube, er führt nichts Gutes im Schilde. Ich glaube, er will das Geld der Kinder haben. Ich habe das Buch vor 10, 14, 15 Jahren, wie das rauskam, habe ich das gelesen. Wenn das das erste ist und das hier drin steht, tut es natürlich nicht. Klar, wenn ich mal wieder was sagen will. Auf alle Fälle, das ist ganz, ganz lange her, dass ich das gelesen habe. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, wie das weitergegangen ist. Ich weiß, dass mit dem Graf Olaf irgendwas nicht in so richtig stimmt. Er hat halt einen Tick für Augen. Es ist so, dass er auch keine Socken trägt und die Hose ist ein bisschen hochgerutscht und da sieht man, dass er am Knöchel auch ein Auge hat und wer weiß wo noch. Und die Kinder fühlen sich natürlich beobachtet. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn überall Augen sind und... Ja, ich glaube, ich fände es nicht sehr behaglich. So, dann gucken wir mal. Ja, dass natürlich die Kinder jetzt in einer schrecklichen Lage sind. Sie haben kein Haus mehr, sie haben keine Erinnerungen mehr. Ihre Eltern sind tot, sie haben ja... Und das ist eben so, wenn man schon so einer Lage ist, wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn man noch ein kuscheliges Nest hat. Aber das ist ja jetzt nicht. Und jetzt sind es auch noch bei Graf Olaf. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen noch so daran erinnert. Wir hatten es ja kürzlich mit dieser ganzen Hochwassergeschichte. Und ihr wisst ja, es gibt ja auch manchmal dann gemeine Sprüche von wegen, naja, super für die, ne, alles neu. Aber ich finde, das ist wirklich... ganz, ganz schrecklich, weil ja alle Erinnerungen, alles ein Leben, das man sich aufgebaut hat, Möbel, die man mit Liebe ausgesucht hat, das alles ist auf einmal weg. Ich finde, eine Wohnung ist ja auch etwas Persönliches. Es ist der persönlichste Rückzugsort, den man ja eigentlich auch hat. Da richtet man sich natürlich auch so ein oder man sollte es so tun, dass man sich wirklich rundum wohlfühlt und dass man sich geborgen fühlt. Und wenn diese Gegenstände auf einmal alle weg sind, da kann man auch Geld bekommen. Es wird schwierig sein, sie wiederzubekommen. Vor allen Dingen sind das ja auch Stücke, wo man sagt, oh, das habe ich von meiner Mutter bekommen. Oder das ist noch irgendwie so eine Sache von meinem Großvater. Und wenn das alles auf einmal weg ist, ist das natürlich äußerst übel. Und daran musste ich wirklich denken, wie ich das Buch jetzt, oder wo ich an dieser Stelle war. So, und ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, dass es ein bisschen skurril wird. Und ich denke, da werden meine Erwartungen nicht enttäuscht werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Filme nie zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, die konnten mich irgendwie nicht anmachen. Den ersten, wie gesagt, hatte ich keine Ahnung, wie weit geguckt. Da hatte ich dann aber keine Lust mehr. Und den zweiten, den neuen, da habe ich nur mal ganz kurz reingeguckt. Ich weiß nicht, war nicht so ganz meins. Aber vielleicht, wenn ich das Buch jetzt gelesen habe, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Eine andere Sache ist der Uhrmacher in der Filigree Street und ich muss sagen, ich bin im Moment sehr begeistert. Ich lese es total gerne. Ich habe es heute auch gemerkt. Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt noch eine halbe Stunde lesen, habe angefangen zu lesen und auf einmal hörte ich nur Sina, hallo? Ich sage, ja, was denn? Und Sina sagte, ich sitze hier jetzt seit 4 Minuten und versuche deine Aufmerksamkeit zu erregen. Natürlich nicht mit Hallo oder so, sondern einfach so mal mit Handzeichen. Aber ich war weg. Ich war, glaube ich, gerade in Japan, könnte sein, in einem, natürlich das ganze Buch spielt im viktorianischen, einem sehr vergangenen Japan. Aber mir gefällt der Schreibstil, ich mag die Ideen, ich mag es, wie es geschrieben ist. Es gefällt mir total. Ja, und der kleine Oktopus ist natürlich auch da. Jetzt ist noch ein kleines Mädchen aufgetaucht, die ich auch sehr interessant finde. Zu überlegen hatte ich da, glaube ich, diesmal wenig bis nichts.
vielleicht hat er mir auch einfach so fest gelesen, dass ich da gar nicht so drauf geachtet habe. Doch, das muss ich euch noch erzählen. Habt ihr schon was von Nachtigallenböden gehört? Das fand ich gestern ja super spannend. Ich habe mir das erstmal angeguckt bei Google. Es gibt halt also diese Fußböden sind entwickelt worden für die Kaiser damals in Japan. Die konnten dann also genau hören, wenn sich jemand ihrem Schlafgemach näherte und versuchte vielleicht Übles ihnen anzutun. Ja, und das fand ich total spannend. Diese Nachtigallböden habe ich mir dann erstmal angeguckt. Es muss wohl einen Palast geben. Soweit bin ich dann gestern Abend nicht mehr gekommen. Dann wollte ich erstmal schnell wieder ins Buch zurück. Ich glaube, da gibt es ein YouTube-Video oder so, wo man sich das auch angucken kann. Ich weiß nicht, wie diese Konstruktion genau ist. Irgendwas mit Zapfen habe ich gelesen, die sich irgendwie dann bewegen, wenn man drauf tritt. Ich kann es euch jetzt so nicht genau sagen. Ja, es springt. Es springt also zwischen Oxford, London und jetzt einmal hatten wir einen Sprung nach Japan. Der lag dann aber 10 Jahre zurück. Also auch ein Zeitsprung. Aber ich finde ihn diesmal gut, angenehm, weil es eine Person ein bisschen näher bringt noch. Ja, und ich bin ein großer Fan von Mr. Mori, den finde ich auch sehr interessant. Ja, das wäre, glaube ich, heute alles, was ich euch berichten kann. Der Sonntag, ansonsten war so ladida. Ich werde jetzt gleich lesen. Das heißt, ich gehe nochmal mit Emmy eine Runde, besuche die Esel und dann geht's wieder in die Filigree Street. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ich euch jetzt erwischt habe. Ich freue mich, wir sehen uns bald wieder und bis dann.